So, hallo und herzlich willkommen auf dem Sofa. Ich habe mir jetzt mal Mühe gegeben, diverse seltsame Lampen, seltsame Ecken unseres Wohnzimmers zu stellen, damit das Licht einigermaßen passt. Wir machen ein Dankeschön-Video. Ein lange überfälliges Dankeschön-Video. Ich habe extra Frau in die Küche getrieben und sie dort ewig gebunden. Im Lande Küche, wo die Krümel sind oder so ähnlich. egal. Jedenfalls habe ich jetzt unser Wohnzimmer entsprechend erfolgreich okkupiert. Dankeschön. Dankeschön, weil Haufen Zeug, auch viel super pünktlich zu Weihnachten, beziehungsweise entsprechend ein bisschen früher. Ich würde jetzt behaupten, ich habe es mir aufgehoben für Weihnachten und erst dann ausgepackt. Wäre aber gelogen. Gut, für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, was zum Geier soll denn jetzt bitte ein Dankeschön-Video sein? Ja, ich habe halt ein paar Geschenkchen von Zuschauern bekommen und möchte mich für dieselbigen bedanken und dann nochmal vorzeigen, was ich bekommen habe. Bin der Meinung, das gehört sich so und im Rahmen dessen findet das statt. So, und da legen wir jetzt in willkürlicher Reihenfolge mit dem ersten los, was mir in die Hände fällt, und das ist das hier. Das ist nämlich im Grunde ein improvisierter Notkochtopf fürs Survival-Kit. Nämlich ist das hier einfach eine sehr dicke Alufolie. Davon habe ich dankenswerterweise auch einen ganzen Haufen gleich bekommen. Das ist toll, weil ich selber habe keine Ahnung, wo man sowas herkriegen soll. Und von daher freue ich mich da sehr drüber und kann das auch ganz hervorragend gebrauchen. Also das ist jetzt hier mein grob stümperhaft zusammengefaltetes erstes Versuchsmodell gewesen. Aber ich habe ja noch jede Menge Alufolie, dankenswerterweise zum Teil auch schon halb vorgefaltet, dass man noch grob weiß, was man da zusammenfalten muss, und in ein solches Päckchen quasi, so dieses Format, da könnte man das dann wunderbar mitnehmen in diesem Format, in irgendeinem Survival-Kit, um dann tatsächlich sich einen kleinen Kochtopf improvisieren zu können. Das ist eine Funktion, die mir wirklich noch im Survival-Kit definitiv gefehlt hat. Ich hatte in irgendeinem ganz frühen Survival-Kit mal ein Stückchen reguläre Alufolie drin, aber ganz ehrlich, reguläre Alufolie, ja, ist jetzt nicht so ganz optimal, vorsichtig ausgedrückt, beziehungsweise wäre vielleicht zur Not noch irgendwie drin gewesen, aber dieses Zeug hier ist wirklich schön fest, schön dick und verbiegt sich nicht bei jedem Mist und hat auch eine gewisse, ja, Biegestabilität. Da kann ich mir sicherlich auch noch ganz toll Windschutz für den Kocher draus bauen oder sonstige Wind- bzw. Isolationsumhüllungen für Kochtöpfe. Das machen ja die in der Ultralight-Szene gerne, dass die sich sogenannte Pot-Cozies bauen, auf Englisch, und also quasi nochmal eine Hülle zum nach dem Kochvorgang den Topf in die Hülle stopfen, und damit er dann in der Hülle nach Möglichkeit möglichst lange warm bleiben soll. Und da bietet sich natürlich auch Alufolie entsprechend wieder an, und wenn es ein bisschen dickere ist, dann geht die so schnell auch nicht kaputt. Also von daher wirklich, wirklich hilfreich, sehr, sehr nützlich, und da bedanke ich mich herzlich. Das kann ich wirklich, wirklich gut gebrauchen. Kriege ich schon wieder fast Lust, mir mal wieder ein neues Survival-Kit zusammenzustellen, aber meine Frau jammert dann immer. Frauen, die verstehen das einfach nicht. Das ist denen nicht gegeben, wie wichtig doch sowas ist, nachdem man es dann dreimal mitgeschleppt hat und dann wieder zu Hause vergisst. Aber es macht Spaß, das zusammenzustellen. So, gell, Frau? Ja, Mann, mach, was du machen musst. Dann kam ein kleines Brieflein mit aber offensichtlich etwas dreidimensionalerem Inhalt als der übliche Inhalt eines Briefleins irgendwann mal an. Also wie gesagt, ich habe die korrekte Reihenfolge, kriege ich nicht mehr zusammen, wann was gekommen ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles vorzeigen kann und nichts verloren gegangen ist. Und da drin waren, worüber ich mich auch sehr, sehr, sehr gefreut habe, so als kleines lustiges Detail ergänzend zu meinem Mückennetz. Ich hatte mal ein Video zu einem Mückennetz gemacht, dass man im Boden ein bisschen verankern kann und dass man im Grunde wie so ein, wie halt eben so ein großes
frei schwebendes Netz mit einer Aufhängung oben an einem Ast oder ähnlichem. Kann man das dann über den Lagerplatz gleiten lassen, so ein bisschen pyramidenförmig. Und das hatte noch vier Ösen, beziehungsweise hat immer noch vier Ösen, wo man vier Heringe reinmachen kann. Die mitgelieferten Heringe sind halt diese üblichen L-Profil-Alu-Dinger da, so wupp, ne? Also ein L. Im Grunde eine lange Seite nach unten, L, so rum. Und die haben das Problem, dass die, wenn man die dreht, dass dann gerne halt einfach mal, erstens drehen sie sich gerne und zweitens, wenn sich das Teil, das eigentlich nach außen zeigen soll, also dieser Kopf vom L, sage ich jetzt mal, wenn der sich so dreht, dass der nach innen zeigt, dann rutscht natürlich sofort das Netz da raus und das ist nicht stabil. So, und das Problem hatte noch jemand, der sich auch eben dieses Netz zugelegt hat, ebenfalls, und anders als ich, hatte dieser jemand, herzlichen Dank an dieser Stelle, einen 3D-Druck. Und hat dementsprechend so kleine Mini-Heringe und zwar sogar farblich sortiert, die einzelnen Löcher in diesem Netz haben nämlich eine farbliche Sortierung, damit man grob weiß, was ist wo, was ist Fußende, was ist Kopfende. Und entsprechend sind auch diese Heringchen hier jetzt farblich sortiert für Kopf und Fußende. Sie haben ein kleines Löchlein, eine Öse, wo man noch ein Schnürchen durchziehen könnte. Hier kann man da also ganz wunderbar auch nochmal eine entsprechende Schnur zur Verhakung, für Verankerung reinmachen. Die wiegen nahezu nichts und sie haben halt eben ein richtiges Profil, dass da also auch der Hering sich nicht im Boden drehen kann und dann die Öffnung woanders hinrutschen kann, als sie ursprünglich hingehört. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man verstanden hat, was ich meine, aber jedenfalls sind die doch nochmal erheblich besser als diese stinknormalen Standard-Zeltheringe, die da mitgeliefert gewesen sind. Ja? Und die werde ich jetzt auf jeden Fall unbedingt da auch genau zu diesem Zwecke, zu diesem Mückennetz dazu machen. Das wollte ich jetzt schon länger. Das Dumme ist nur, wenn ich Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, schon in die reguläre Ausrüstung integriere, bevor ich Dankeschön gesagt habe, dann vergesse ich's. Und drum sind sie da jetzt noch nicht drin. Das wird sich jetzt aber sofort nach der Aufräumaktion, nach diesem Video, ja, da muss ich aufräumen. Wird sich das auch sofort ändern und dann kommen die an ihren neuen Bestimmungsort. Freue ich mich sehr drauf, wenn die Mückenplage losgeht dieses Jahr, die dann zum Einsatz bringen zu können in Kombination mit dem Mückennetz. Ja, also auch da vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist immer so eine Sache, ja. Für euch mag es eine Kleinigkeit sein und ihr schreibt auch meistens so dazu, es sei eine Kleinigkeit, aber so Zeug, was ich selber nicht herstellen kann und was ich selber nicht kaufen kann, da freue ich mich immer ganz außerordentlich drüber. Und auch in diesem Fall, also die sehen auch einfach toll aus, die sind wahnsinnig sympathisch, diese kleinen Heringchen. Und na, vielleicht kann ich sie auch noch für was anderes verwenden als nur fürs Mückennetz. Mal gucken. Ja, also die sind schon wirklich, wirklich cool. Gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, so, dann. Was ist denn das? Das ist eine CD. Die ist jetzt zugegebenerweise noch vollständig verpackt, weil ich bin wirklich noch nicht dazu gekommen, da reinzuhören. CDs höre ich ja prinzipiell meistens nur im Auto. So, und was habe ich jetzt die letzte Zeit nicht gemacht? Wir haben nicht viel Auto gefahren, außer halt eben zu Mutter. Ja, zu Weihnachtsessen und solche Sachen. Und dann fährt auch häufig Frau. Und wenn Frau fährt, dann hat Frau natürlich auch das Kommando über die Auswahl der akustischen Untermalung. Und ja, da ist dann meistens nicht unbedingt das, was ich dankenswerterweise gerne mal eben dann einlege, wenn ich alleine unterwegs bin, ist nicht zwingend unbedingt immer das, was ihr Gefallen bereitet. Das ist ja auch völlig in Ordnung so und dementsprechend haben wir da, bin ich noch nicht dazu gekommen, hier nennenswert reinzuhören. Ja, aber Sabaton ist es. Ich hoffe, die spricht man jetzt immer noch so aus. Habe ich inzwischen sehr Gefallen dran gefunden. Musikalisch, doch, sehr. Und wie gesagt, die wird mich sehr, sehr viel begleiten, wenn dann eben im Sommerhalbjahr spätestens die großen Fahrten zwecks Tour hier, Tour dort und so weiter anstehen. Dann ist das auf jeden Fall ein häufiger Begleiter, wird es sein. Das wollte ich sagen, genau. Ja, also vielen, vielen Dank. Zweifle ich überhaupt nicht dran, dass ich da Spaß mit haben werde.
So, machen wir doch weiter mit Lesestoff. Und zwar dieses kompakte Buch hier. auch richtig cool, hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Das ist so ein bisschen vom Design her im Stil der Originalausgabe gehalten. Natürlich ist das jetzt hier nicht mehr uralt, sondern neuerer Druck. Aber ich hoffe, man kann es lesen. Da geht es um die letzte Expedition von einem gewissen Scott. Robert Falcon Scott, genau genommen. Und das sind also wirklich die Berichte, die Originalberichte in Englisch, inklusive von mit Originalfotos entsprechend, diese aufgenommen haben, als sie eben auf dem Weg zum Südpol waren und den als Erster erreichen wollten, was ja bekanntermaßen nicht funktioniert hat, und zum Tod von Scott und seinen vier Crewmitgliedern, die er dann noch dabei hatte für den letzten Vorstoß zum Pol, geführt hat. Jetzt kann man das durchaus kritisch hinterfragen, das Ganze. Aber eine spannende Sache ist es auf jeden Fall gewesen. Und anders als zum Beispiel Amundsen, der eben, das ist fast schon langweilig, was bei Amundsen passiert ist, weil es ist halt nichts passiert. Bei bester Vorbereitung und problemloser, mehr oder weniger problemloser Durchführung, erschien es einem fast, als sei es super einfach gewesen, zum Pol zu kommen, war es aber eben nicht. Und wenn man jetzt nicht mit der Effizienz eines Roald Amundsen unterwegs gewesen ist, dann gab es da durchaus Probleme. Und all diese Probleme hat sich dann auch Scott selbst und der Huxley, der gute Leonard Huxley, die haben sich's nicht nehmen lassen, das eben auch entsprechend zu dokumentieren. Ist auch spannend, teilweise in sehr einfacher Sprache gehalten. Ich dachte schon, ist das damit der nicht englischkundige Leser auch, weil er versteht, worum es da geht? Nee, die hatten halt einfach eine relativ einfache Sprache und haben jetzt keine Shakespeare-resken Worte gewählt, um zu beschreiben, was da passiert ist. Gerade auch, wenn man jetzt das Original liest, das lese ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich schmöcke immer mal wieder hier und da ein bisschen drin, ist es saumäßig spannend, was für ein teilweise auch wirklich liebevoller Umgang Scott selber mit den ganzen Tieren der Expedition gepflegt hat. Ja, das war ja alles nur als Nutztiere gedacht und kaum ein Pony, nee, es ist gar kein Pony, lebend nach Hause zurückgekommen. Die sind also alle leider bei dem Unterfangen auch ums Leben gekommen. Aber man hat trotzdem einen sehr liebevollen Umgang mit ihnen gepflegt und es wird regelmäßig berichtet, zum Beispiel eben, welches Pony jetzt gerade wieder die größten Schwierigkeiten hat und dass man ihnen doch Schneeschuhe hätte organisieren können, wie man denn vielleicht diese Schneeschuhe denn am besten improvisieren könnte und und. Also wirklich, wirklich spannend. Und es ist halt Tagebuchstil, ne? Da kommt dann immer wieder das nächste Kapitel, das darin besteht: Monday, der so und so vielte so und sote. Und ja, also schon sehr, 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 sehr interessant. Auch wenn ihr das mal hier vielleicht kurz mal reingucken wollt, auch die Schrift sieht halt so ein bisschen aus, wie damals eben mit der Schreibmaschine gefühlt getippt. Da kommt also schon so ein gewisser Nostalgie, ja, was heißt Nostalgie? Das ist das falsche Wort. So alt bin ich ja nicht. Aber es liest sich wie ein historisches Dokument, das es ja auch ist. Punkt. Ja, also da habe ich großen, großen Spaß dran, muss ich sagen. Also vielen, vielen Dank fürs Original. Wirklich spannend. Und ja, ab eben, und das ist jetzt der Vorteil der englischen Sprache. Was haben wir? Das haben wir bei den deutschen Übersetzungen halt nicht. Ist halt, dass man auch wirklich rausliest, dass die zum Teil halt einfach einfache Leute gewesen sind. Ja, und sich jetzt nicht irgendeiner blumigen Dichtersprache oder sonst was bedient haben. Ja, das war so für mich so das erste Aha-Erkenntnis bei der Lektüre. Man kann auch so ein bisschen rauslesen. Ich habe mal ein bisschen quer gelesen, ne? Also ich habe jetzt nicht vorne angefangen und arbeite mich langsam durch, sondern ich lese mal hier und da immer mal ein bisschen, ne? Also das Ding ist fett. Und grob weiß man ja natürlich schon vorher, wie die Geschichte ausgeht. Aber es ist schon wirklich bemerkenswert, dass man auch
durchaus gut rauslesen kann, dass eben die Belastung der Leute auch sich erhöht. Ja? Und gegen Ende hören sie dann ja auch alle nach und nach sozusagen mit Tagebuchschreiben auf. Ich habe mich jetzt noch nicht ans Ende gewagt. Aber ja, es ist schon eine dramatische Angelegenheit. Definitiv. Gut, genug zu dem Thema. Dann sind wir gerade dabei, dann machen wir noch ein Buch. Und zwar auch als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, worüber ich mich auch sehr, sehr, sehr freue, ist dieses hier, ja. Das ist also das heimische Tiere. Ach, Telefon. Immer diese Störung. So, also, nochmal. Das ist jetzt hier eben entsprechend das heimische Tiere-Buch, Zielfoto Spezial heimische Tiere, vom Chris Kauler, mal wieder rausgegeben vom Stefan Wissner. Und Lästerer hat auch einen YouTube-Kanal, lehrt da unter anderem die Fotografie, was heißt unter anderem ja vor allen Dingen das, und auch viel Technik, vor allen Dingen Kamera-Reviews, hochpreisige Kamera-Reviews größtenteils. Hab da ganz viel reingeguckt, hab da auch ganz viel Spannendes schon bei gelernt, also der Kanal durchaus eine große Empfehlung. Da kommt man eigentlich nicht wirklich dran vorbei, wenn man meiner Meinung nach, wenn man sich ein bisschen intensiver mit Fotografie beschäftigen möchte. Es ist nicht so, dass ich habe inzwischen den Plan, krasse Bilder wie das hier zu machen, habe ich aufgegeben. Den hatte ich mal vor 15 Jahren oder was vielleicht noch, dass das eines Tages dann doch mal hinhauen könnte, aber inzwischen habe ich das auch aufgegeben. Ich mag gerne Fotos, macht mir nach wie vor Spaß, aber halt für mich und meine eigene Ästhetik, und wenn das irgendjemand anders dann auch nochmal interessant findet, dann ist schön, und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz super spannend finde ich, wie man solche Bilder macht, definitiv. Und das wird uns halt eben erklärt in eben diesem Buch hier, dass dann wiederum vom Chris Kauler ist. Wo ist er? Da ist er. Hier unten steht er. Der ist studierter Biologe, also fast schon ein Kollege. Und gleichzeitig eben Tierfotograf, Tierfilmer, denke ich auch. Ja, müsste er, ne? Ich meine ja. Und toll geschrieben, toll beschrieben. Auch die Begegnungen mit den Tieren sind einfach schön beschrieben, wie es zu den entsprechenden Fotos gekommen ist. Das ist auch so ein bisschen das Markenzeichen von diesen Zielfoto-Geschichten, die eben der Stefan da herausgibt bzw. macht. So wie ich das interpretiere bzw. wie ich das verstanden habe, soll diese Zielfoto-Sache quasi bedeuten, dass einem da gezeigt wird. Da gibt es auch ein Magazin zu, was regelmäßig erscheint. Da habe ich leider noch keins gelesen. Ich habe auch immer mal geliebäugelt, da solltest du eigentlich dir mal eins zulegen. Aber ja, man hat auch nicht unendlich viel Zeit. Fotografieren ist auch ein sehr zeitintensives Hobby, wenn man da wirklich ordentlich Zeit reinstecken will, muss, damit es was wird. Und darum hab ich mich bisher noch ein bisschen gescheut, mal ein reguläres Zielfoto zu lesen. Weil, ja, wann soll ich? Ich kann ja nicht alles gleichzeitig lesen. Das wird dann irgendwann doch auch ein bisschen viel des Guten daher. Aber jedenfalls finde ich die Idee ganz, 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 ganz toll, dass man da quasi angeleitet wird. Das funktioniert auch in diversen Videos vom Stefan so, dass wir YouTube-Nasen duzen uns ja alle untereinander, ne? dass halt eben entsprechend man das Know-how kriegt, um ein besonders tolles Foto einfach selber zu machen. Hast du auch schon kein Problem mehr mit Urheberrecht und kannst dir selber an die Wand hängen und hast halt eben die schöne Erfahrung, das selber gemacht zu haben. Und dann eben kriegst du halt auch gesagt, wie du deine Kamera halt unter welchen Bedingungen einzustellen hast und wann du am besten da hingehst oder wo du zum Beispiel hingehen kannst und was man jetzt in der Landschaft, worauf man achten muss, um dann ein schönes Foto hinzukriegen und solche Sachen. Und das finde ich einen ganz, 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 ganz tollen Ansatz. Man muss ja als Fotograf heute auch irgendwie gucken, wo man abbleibt. Entweder bist du einer der Top 10, die irgendwie wirklich die tollsten Bilder der Welt machen, und wenn nicht, gibt es ja auch ganz viele Amateurfotografen heutzutage, die halbwegs vernünftige bis hin zu sehr gute Bilder eben auch schon hinkriegen, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben die Kameratechnik inzwischen solche Fortschritte gemacht hat, dass sobald du ein Auge besitzt, mit dem du einigermaßen ein schönes
Motiv erkennen kannst und so ein paar Regeln der Bildgestaltung beherrschst, stellst du auf Vollautomatik, hältst drauf, kriegst ein passables Bild. Passabel bis gut, bis sogar sehr gut, je nach Situation. Ja? Und jetzt kommt es halt drauf an, braucht man immer in jeder Situation dann nochmal ein Bild, das nochmal einen Hauch besser ist als super toll. Und auch gerade beim Stefan, der regt sich, beziehungsweise regt sich drüber auf, ist übertrieben, aber sagt häufiger auch was zum Thema eben, die Bilder werden, also ob du jetzt 50 Megapixel oder 100 Megapixel hast, das sieht im Endeffekt auf einem normalen Bild, dass man in einer normalen Größe irgendwo anguckt, kein Mensch mehr. Außer halt vielleicht noch irgendwelche Ultra-Vollprofis oder halt eben Leute, die dann halt den Spaß dran haben, dann dieses Bild nochmal im Ausschnitt zu vergrößern und sich dann die oben linkere Ecke anzugucken, am besten noch so am Rand vom Objektiv, wobei vielen günstigeren Objektiven dann ja auch die Abbildungsleistung ein bisschen nachlässt, um zu schauen, ob da nicht vielleicht ein bisschen chromatische Aberration und so ein Zeugs zu sehen ist. Ja, und da hört es bei mir persönlich zum Beispiel auf mit solchen Details. Ich will ein schönes Foto, das ich mir angucken kann, ohne groß drüber nachzudenken und ohne groß eine Ecke vergrößern zu wollen, um zu schauen, ob das Ding jetzt irgendwie und so weiter. Aber, ja, ich finde das super spannend, auch was der Stefan eben dazu noch zu erzählen hat. Wie gesagt, der Herausgeber hier, ne? Nicht der Chris. Und der Chris wiederum ist derjenige, der vielleicht habt ihr die mal gesehen. Das ist eigentlich, darf ich hier überhaupt nichts aus dem Buch vorzeigen. Ne? Ist alles im Grunde urheberrechtlich natürlich geschützt und so weiter und so fort. Aber ich hoffe doch sehr, dass ich nicht gleich verklagt werde, wenn ich hier einmal kurz eine, aber wirklich nur eine Seite demonstriere, nämlich diese hier. Vielleicht hat man jemand schon mal sowas gesehen. Da gibt es nämlich auch eine BBC-Doku, die unter anderem dieses Bildmaterial von dem Hamster, der am Friedhof Wachs futtert, verwendet. Großartige Aufnahmen. Zählt für mich persönlich zu den besten Tieraufnahmen, die ich so jemals gesehen habe. Auch die entsprechenden Fotos, die jetzt hier abgebildet sind, finde ich einfach großartig. Und A, muss man erstmal wissen, dass die Hamster da sind. B, muss man sie dann finden. Und C, muss man sie dann auch noch vernünftig abgelichtet bekommen. Und das ist alles zusammen eine Kunst, vor der ich großen, großen Respekt habe, und das ist alles einfach ganz toll auch beschrieben in diesem Buch, wie man eben zu Bildern wie diesem gelangt, mit Tipps und mit Hintergrundwissen zu den jeweiligen Tieren, die hier auch abgebildet sind, was treiben die so, wie verhalten die sich so typischerweise, und ja, aufgrund auch der unterschiedlichen Eigenschaften der Tiere auch unterschiedliche Herangehensweise, um die zu fotografieren, beispielsweise ein Hamster sieht nicht gut, vor dem muss man sich nicht optisch nicht besonders gut verstecken. Man sollte allerdings vermeiden, sich zu schnell zu bewegen, weil ein gutes Bewegungssehen hat er. Und riechen kann er einen auch, aber andererseits ist das ein sehr urban lebender Hamster, jener hier, und hat daher jetzt keine allzu große Scheu davor, dass irgendwo in der Nähe Menschen sein könnten, weil wenn du in Wien auf einem Friedhof wohnst, früher oder später hast du dann mal Kontakt mit Menschen. Und weitere Hintergrundinformationen, ich bleibe jetzt wieder bei dem Kapitel, ich habe inzwischen auch einige mehr gelesen, so ist das nicht, aber einfach nur, damit ich hier nicht zu viel spoilere, sowas wie, dass die auch durchaus nicht unbedingt immer gern gesehen sind, die lieben Friedhofshamster, weil die bauen auch ganz gerne mal eben in der gut zu grabenden Erde ihren Bau. Und die ist mitunter halt eben die, die schon von wem anders bewohnt wird. Ihr wisst, was ich meine. Daher, ja, alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Extrem hochwertiges Buch, hervorragender Druck, hervorragende Abbildungsleistung. Die Bilder sehen alle ganz, ganz hervorragend aus. Der Fairness halber muss ich sagen, nicht jedes Bild davon entspricht mir jetzt ästhetisch, dass ich das besonders hübsch finde. Fotografisch sind sie aber alle extrem interessant. Ja? Geschmackssache, ist Kunst. Ist immer so bei Kunst. Ja? Aber viele großartige Bilder, auch gerade die zum Fuchs. Ne? Das ist jetzt hier so der Einband, das Einband-Fuchsbild. Da gibt es natürlich noch viel mehr drin. Wirklich, wirklich toll. Mit eben auch dieser super tollen Erklärung, wie man da hingekommen ist. Sehr erfreuliche, sympathische, ja, Erzählstil. Es ist halt wirklich ein Unterwegs mit dem Chris. So, als ob man gemütlich draußen eine Weile herumstreunern würde und jetzt eben nach Möglichkeiten zum Tierfoto machen sucht. Also ganz, 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 ganz tolles Buch. Da kann ich mich wirklich nur herzlich bedanken. Da habe ich großen Spaß mit. Und vielleicht klappt es ja doch auch irgendwann mal mit einem wirklich gescheiten Tierfoto, was nicht so ein einfach zu fotografierendes Tier wie ein Rentier ist. Oder ein Polarhase, der quasi so gut wie keine Scheu vom Menschen hat und
im Abstand von 6 Metern oder was gemütlich an der Zwergweide rumknabbert und sowas. Da habe auch ich dann schon mal ganz gute Fotos hinbekommen. Aber das ist bei solchen Tieren halt auch einfach nicht schwierig. Ein Fuchs hingegen mit hohem Fluchtverhalten gegenüber Menschen, das musst du erstmal hinkriegen. Also da bin ich raus. Ne? Meine besten Fuchsbegegnungen waren bisher alle, ohne dass ich eine Möglichkeit gehabt hätte, den zu fotografieren. Und dann war er auch... Das nächste, was ich im Fuchs mal gekommen bin, persönlich, war vielleicht 60, 70 Meter. Und ja, das war eine tolle Tierbegegnung, gar keine Frage. Aber sowas dann wirklich noch auf Fotodistanz und dann so solche Bilder hinzukriegen. Ja, ich habe genug geschwärmt. Tolles Buch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und definitiv auch eine Empfehlung, wer sich für sowas interessiert und das auch haben möchte, kann ich nur ans Herz legen. Ja? Und wenn nicht, ist mir auch egal, verdiene ich ja nichts mit. Gut, ja, dann haben wir hier noch etwas Schönes zu trinken, was auch angekommen ist. Und zwar mal was ganz anderes. Erstens mal sehr, sehr edle Verpackung. Und wenn man die sehr, sehr edle Verpackung aufklappt, dann kommt da eine sehr edle im Goldkarton Flasche zum Vorschein. Ich habe noch diverse andere Sachen zum Trinken, daher habe ich die hier noch nicht angerührt. Aber auch da, also vielen, vielen herzlichen Dank. Zurzeit ist auch gerade ein bisschen bei mir ein bisschen schwierig mit stärkerem Alkohol. Der bekommt mir gerade nicht so gut. Ich denke, das wird bald auch wieder anders aussehen. Aber das ist jetzt mal ganz was Besonderes. Nämlich, ich mache mich ja selber auch gerne mal drüber lustig, dass die Amis höchstens ihr, naja... jetzt kann man hier diverse böse Namen für das, was die Amerikaner Whisky nennen, einfügen, produzieren. Aber das hier ist North America's First Single Malt Whisky. Und das ist natürlich super spannend und da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie der schmecken mag. Für die Leute, die Whisky nicht kennen, also es gibt Bourbon, ja, und es gibt Scotch, vorsichtig ausgedrückt. Und Scotch, beziehungsweise Single Malt, also aus einer Gerstensorte, letztendlich gemalzte Gerste, hergestellten Whisky. Das ist so die Königsdisziplin, das, was der Whisky kennt, am ehesten trinkt, ja, hat auch wieder wahrscheinlich was mit männlicher, mit Mannsein zu tun, dass man unbedingt einen Single Malt haben möchte. Im Grunde kann man hervorragende Blended Whiskys machen, indem man verschiedene Whisky-Sorten miteinander kombiniert, um ein hervorragendes, harmonisches Geschmackserlebnis zu kreieren und eben die Vor- und Nachteile der einzelnen Whiskys sich ausgleichen lassen, sozusagen, theoretisch. Praktisch, ich verstehe nicht ganz warum, hat sich halt trotzdem nur der Single Malt als der einzig wahre Whisky durchgesetzt. Und ja, 14-jährig, das ist schon durchaus ordentlich. Ne? Also Single Malt fängt bei 10 Jahren an und jetzt könnte man sagen, ja, und wenn er 60 ist, ist er am besten. Nee, gar nicht mal. Das Problem ist, je älter der wird, desto mehr schmeckt der nach Fass. Ja, der bleibt ja umso länger im Fass reifen und nimmt dann immer mehr Gerb- und Extraktstoffe aus dem Holz, in dem er reift. Ein Stück weit ist das auch wichtig, damit er eben ein gewisses Maß von Fassgeschmack abbekommt, ein gewisses Eichenaroma, wenn man es so nennen möchte, aus dem Fass abbekommt. Aber wenn du den ewig lange im Fass drin lässt, ich habe mal diverse Whisky-Tastings auch von ganz alten Sorten gemacht, ich persönlich mag das nicht mehr, weil die nur noch nach Fass schmecken und man eben das vom Malzigen, das Malzige geht völlig verloren. Und tatsächlich die meisten Whisky-Trinker, routinierten Whisky-Trinker, mit denen ich mich jetzt bisher mal unterhalten habe, die bevorzugen auch sowas um die 14, 12 bis 16, teilweise 18. Talisker 18 oder Macallan 18 sind so super beliebte Sachen, von denen ich auch schon viel, aber auch schon probiert. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Also ich persönlich mag eigentlich wirklich gerne die 14, 12 bis 14, 16-Jährigen, 18 ist mir schon zu eichig vom Abgang her. Ne? Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der schmeckt. Nochmal zurzeit gerade ein bisschen schwierig.
Ich habe immer so Sodbrennen gerade daher. Das macht dann Whisky auch nicht unbedingt besser. Was hat der? 43%. Das ist für Whisky ganz normale Mittelfeld. Geht so meiner Erfahrung nach zwischen 38, 46, 48, sowas um den Dreh. Bis auf die Cask-Strength-Dinger, die dann eben unverdünnt sind, weil normalerweise das Zeug reift im Fass, wird aus dem Fass rausgelassen, wird dann nochmal ein kleines bisschen mit Wasser verdünnt und dann so in die Flasche abgefüllt. Es gibt aber auch welche in reiner Fassstärke, die also nie mit Wasser verdünnt worden sind. Und da bist du dann bei 60% und solchen Späßen. Habe ich auch schon probiert. Muss aber nicht sein. Ja, also vielen, vielen Dank. Das wird dann natürlich auch zu diversen Feierlichkeiten, wenn mal Besuch da ist, selbstverständlich hervorgeholt werden. Ich habe nämlich durchaus auch im Freundeskreis den einen oder sogar die ein oder andere, die einem guten Gläschen Whisky nicht abgeneigt ist. Ja, ich würde ja kurz ein bisschen probieren, jetzt so Facts Video, aber aktuell tut mir das, glaube ich, wirklich nicht gut. Daher bitte ich da um Entschuldigung. Dann haben wir hier, was ist denn das? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ein geheimnisvoller Karton. Ach ja, das ist ja auch cool gewesen. Ja, mit erstens für Frau unterwegs Reibe. Ja, für Muskat, für Käse, für fügen wir unsere Ausrüstung mit kleinem Küchenzubehör, weil dann halt weniger wiegt, definitiv hinzu. Steht auch drauf, Herr Evelyn. Und ja, sie freut sich und jetzt kann ich es ihr dann auch eben zur eigenen Verwahrung geben, weil wie schon erwähnt, Geschenk-Sachen muss ich so lange hier zusammen haben, bis ich mich bedankt habe, dann können sie irgendwo in die Alltagsgebrauchsabteilung übergehen. Also sehr cool, sehr, sehr niedlich auch, ne? Also hat schon sehr was. vielleicht war auch nur Knoblauch brauchbar. Könnte ich mir vorstellen. Ich kenne mich mit Knoblauch nicht wirklich aus. Also überlasse ich den Knoblauchessern. So, dann von True Utility hier ein Kapselfeuerzeug. Das kann ich auch ganz hervorragend brauchen, weil das Problem ist, das Kapselfeuerzeug, was ich gerade zur Zeit auch immer nützlich sind, diese tollen Verpackungen von diesen True Utility Sachen. Gläschen hier, die finde ich extrem praktisch, weil es halbwegs wasserdicht. Ich würde es jetzt nicht über Nacht drei Tage lang im Wasser einlegen wollen da drin, aber es ist auf jeden Fall mindestens sehr gut Spritzwasser geschützt und ich denke, wenn es kurz mal ins Wasser fällt, wird es auch nicht sofort nass sein. Also sehr praktisch für diverse Sachen, die man trocken transportieren möchte. So, und das Problem bei meinem bestehenden Kapselfeuerzeug ist, dass es halt ein sehr, sehr kleines ist. Das ist einerseits wieder ganz gut, weil es hängt am Schlüsselbund und trägt da nicht groß auf. Und ich würde das auf jeden Fall auch behalten wollen. Und das ist toll, aber du hast halt da höchstens so, ja, wenn du es voll machst, dann hast du so vielleicht eine Minute, anderthalb bis zwei hast du so in etwa Brenndauer. Ja, und spätestens nach dem ersten Aufmachen, nachdem man es befüllt hat und wirklich richtig gut verschlossen, dann dampft halt doch auch ein bisschen Benzin aus. Nicht, dass das Ding nicht auch toll ist, war auch mal ein Geschenk, ja, drum werde ich nicht mich hüten, was anderes zu behaupten. Aber ich freue mich schon auch mal wieder ein etwas größeres Kapselfeuerzeug zu haben, das halt einfach ein bisschen mehr Sprit aufnehmen kann. Laut Schenkendem, herzlichen Dank, ist wohl der Dichtungsring, der hier verbaut ist, hocheffizient. Ich kann euch das nicht wirklich großartig viel zeigen. Das ist ein sehr kleiner Gegenstand, so jetzt. Und ich habe auch noch kein Benzin drin. Das muss ich dann auch mal in Ruhe dann mal ausprobieren. Aber Idee ist folgende. Na, im Grunde ist das hier eine kleine Kapsel. Und jetzt zieht man hier das raus und hat hier eben jetzt die hohle Kapsel. Und das ist das eigentliche Feuerzeug. Das besteht eben aus einem Stahlkörper, hat hier so ein Zündrädchen. Ja. Und hier guckt er doch raus und auf der Rückseite ist das Ding jetzt hohl und dann kann man hier eben entsprechend Benzin reinfüllen. Da ist dann häufigerweise auch noch so ein kleiner Stopfdeckel drauf, mit dem man das verschließen kann. Innen drin ist Watte. So, und das war es im Grunde auch. Außerdem gibt es noch eine kleine Schraube, mit der man den Zündstein unter dem Zündrädchen nochmal weiter rausdrehen kann, wenn der sich abgenutzt hat.
Das heißt, man kann da so ganz viele Zündungen mitmachen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass man das Ding wieder wegschmeißen kann. Und den Docht kann man natürlich auch ersetzen. So Ersatzdochte, die gibt es zum Beispiel beim Zippo-Bedarf. Zippo, dieses legendäre Benzinfeuerzeug, das wahrscheinlich die meisten Raucher kennen. Da kriegt man dann auch sowas her. Aber in dem Format finde ich das ganz, ganz toll und werde das, wie gesagt, auf jeden Fall zu nutzen wissen. Wirkt qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also da gibt es gar nichts zum Jammern oder zum Meckern. Ich bin sehr gespannt. So, außerdem, da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Das kommt jetzt auch oben auf den Schreibtisch. Noch habe ich da Platz. Ja, habe ich einen Tonhobo geschenkt bekommen für Teelichtbetrieb inklusive Teelicht. Und sehr, 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 sehr cool, ja. Also was anderes als ein bisschen die Kaffeetasse in Anführungszeichen. Ich trinke ja keinen, die Teetasse. Die Teetasse heiß zum Halten, hat das wahrscheinlich keinen großen Zweck. Aber finde ich super sympathisch, sieht ganz, ganz toll aus. Mir gefällt auch die Farbe, dieser gesprenkelte, in Anführungszeichen, Look, ganz toll. Also da freue ich mich außerordentlich drüber. Das kommt auf den Schreibtisch, selbst getöpfert und ja, inklusive der Löcher im Boden, wie sich das gehört für einen richtigen Hobo. Saumäßig cool. Vielen herzlichen Dank dafür. Hier noch einmal, sofern man das dann erkennen kann, so schaut das aus. Auf der Seite auch weiter unten da zum Nachlegen der Kerze. Ganz, ganz cool. Also freue ich mich sehr drüber. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, ganz, ganz toll. es ist halt einiges zusammengekommen. Dann haben wir hier noch eine, das hätte nun wirklich nicht sein müssen, aber wir haben hier auch noch ein Zeitmessgerät, sage ich mal vorsichtig, in schöner Verpackung. Und da habe ich auch noch nicht allzu viel mit hantiert. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich ja ein Mensch bin mit für einen Mann meiner sonstigen Größe, also geistig, ja, habe ich ziemlich dünne Handgelenke. Das heißt, die meisten Uhren, so nach Werkeinstellung, passen mir vorsichtig ausgedrückt überhaupt nicht. Und darum müsste ich hiermit jetzt auch, das müsste ich halt auch nochmal irgendwann, na komm, bin ich jetzt wieder zu blöd, müsste ich hiermit halt auch erstmal beim Uhrmacher vorbeischauen, um hier das eine oder andere Segment, ich glaube, man kann es sehen, Segment noch rausnehmen zu lassen. Weiß nicht, ob man das auch selber machen kann. Ich kann es jedenfalls nicht. Was ist denn das hier? Eigentlich ist da noch irgendwas drin. Sieht fast so aus. Nee, nicht wirklich. Um da halt eben noch irgendwelche 2-3 Segmente entnehmen zu lassen. Das müssen die mir dann sagen, wie viele das sein sollen. Dann passt die auch. Ansonsten finde ich die sehr, sehr schön. Ich mag auch die mit diesen Metallarmbändern. Uhren mag ich sehr gerne, weil es ist halt dauerhaft. Solche ollen Leder oder Kunststoff oder sonst was Armbänder, was ich jetzt bei meiner Alltagsuhr standardmäßig gerne mal verwende, die gehen halt irgendwann kaputt, die gammeln einfach durch und dann sind sie weg. Und dann brauchst du ein neues, beziehungsweise wechselt gegebenenfalls auch die Uhr, weil teilweise ja das neue Armband, je nachdem was für eine günstige Alltagsuhr das gewesen ist, ja, das ist nicht sehr nachhaltig, bin längst nicht in allen Sachen so nachhaltig, wie ich sein sollte, aber ja. In manchen klappt es. Jedenfalls, ja, tolle Uhr. Davon haben wir zwei. Frau hat auch eine, die ist Unisex, ne? Also kann auch Männlein, Weiblein entsprechend tragen. Bei ihr passt es leider auch noch nicht ganz. Das heißt, der Gang zum Uhrmacher lohnt sich auf jeden Fall. Und dann lassen wir uns die noch so einstellen, dass sie uns ein bisschen besser passen und weniger in der Gegend rumfliegen. Und bis dahin sind sie auf jeden Fall hervorragend aufgehoben. Hier um dieses schicke Kissen. Coole, wirklich eine ganz tolle Box. Das gefällt mir auch gut, weil wenn man dann zum Beispiel auf eine Tour, würde ich jetzt zum Beispiel nicht so eine Uhr mitnehmen wollen. Da darf es dann schon so eine einfachere sein, die dann gegebenenfalls die ganze Tour auch nicht überleben braucht. Und dann kann man die wunderbar daheim eben auch in so einer Box dann auf die Rückkehr warten lassen, so in die Richtung. Ja, also wie gesagt, da gehen wir auf jeden Fall uns die noch richtig einrichten. Zifferblatt habe ich gezeigt.
Ist jetzt natürlich, jetzt ist es scharf. Keine besonderen Funktionen, brauche ich auch nicht. Uhrzeit reicht mir völlig. Datum ist schon Luxus, hat sie aber. Also von daher ganz, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, sobald wir dazu gekommen sind, die entsprechend mal anzupassen, dann wird es die auch im Einsatz sicherlich zu sehen geben, im einen oder anderen Videöchen. Jo, da freuen wir uns. Also ich richte halt eben von Frau auch gleichzeitig mal noch den Dank mit aus. Genau. So, eine Sache, das ist aber eine größere Sache, beziehungsweise viele Kleinteile hätte ich noch, nämlich diese Tasche. So, das ist irgendeine militärische Tasche, irgendwelcher militärischer Herkunft. Die gefällt mir grundsätzlich auch sehr, sehr gut. Ich stehe ja auf solchen alten Krempel. Was ich aber noch nicht ganz kapiere, ist, wie die zu tragen ist. Ne? Man könnte sie sich jetzt zum Beispiel so um den Hals hängen. Ja, aber dann ist die Öffnung irgendwie hier unten und das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Das heißt, ich werde da mal noch ein bisschen recherchieren, ob ich da noch irgendwie drauf komme, wie das genau zu tragen ist, das Ding. Hat ganz wunderbar massive Schnallen hier hinten. Die haben auch so eine kleine Schnellöffnungsfunktion, dass man, Moment, den Riemen da auch, das ist wie so ein Karabiner, man kann den Riemen also auch rausnehmen. Na? Ja, wenn man es kann. Soeben habe ich es noch hingekriegt. Okay, bin gerade zu blöd, egal. Jedenfalls, das geht. Und hier halt nochmal so eine Lasche mit Druckknopf. Keine Ahnung, wofür die da ist. Wahrscheinlich ist das auch für irgendein Koppeltragesystem irgendeiner Armee ursprünglich gedacht gewesen. Kann ich wirklich noch nicht ganz zuordnen, worum es sich handelt. Aber auch eben diese typischen Schnellverschlüsse zum Aufmachen, dass man hier einfach nur zu nach oben hin ziehen muss und dann, ne? Das hat doch eben auch so gut funktioniert. Okay, ich bin gerade wieder mal zu blöd, offensichtlich. Na, warum ist denn das? Das hat bestimmt Frau so gut zugemacht. Jetzt weiß ich auch nicht, woran es jetzt gerade scheitert. Aha, so, jetzt ist es offen. Vorführeffekt. Also ich muss mit dem Ding noch üben. Ich finde die wirklich, wirklich cool. Sie hat noch so einen gewissen Lagergeruch. Stört mich persönlich überhaupt nicht. Hat es ja geschrieben, dass das der Fall ist. Aber wie gesagt, das stört mich jetzt persönlich gar nicht. Diverse kleine Extra-Täschelchen, wie zum Beispiel hier im Deckel zum Beispiel diese Tasche hier nochmal. Das ist so was Längliches. Da könnte man beispielsweise wunderbar Taschenmesser, Taschenlampe, sowas in die Richtung, kann man das sehen, ich hoffe, reinstecken. Auch kein Schimmer, was da ursprünglich reingehört hat oder reingehören würde. Ich muss mich da wirklich noch ein bisschen schlau machen, was das genau ist. Falls es zufällig jemand weiß, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. So, und da ist jetzt auch noch Füllung drin, nämlich Frau sagt Danke für die Lünebohne. Kommt dann bei der guten Kaffeemaschine zum Handkurbeln für Outdoor-Zwecke zum Einsatz. Freut sie sich und ich mich auch, weil wenn sie Kaffee hat, ist die Welt in Ordnung. dann, das war die Literatur dazu. Haben wir hier noch mehr zu trinken. Kommt weg, gar keine Frage, ja. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich nicht mehr über Whisky freue, nur weil ich gerade jetzt keinen trinken möchte. Es ist halt hochprozentiger Alkohol. Da gibt es Zeiten, in denen der angemessen ist und es gibt Zeiten, in denen man den halt lieber weglässt. Ich hoffe, das ist in Ordnung und auch darauf können wir uns einigen. Jedenfalls ein hervorragender, sehr leckerer, den kenne ich schon, Oben. Sehr, sehr fein und auch nur in Anführungszeichen eine vergleichsweise kleine Flasche. Ist auch gar nicht schlimm. Ich brauche auch keine solche riesigen Mengen von Whisky. Ich kriege sie zwar weg, aber es muss wirklich nicht sein. Daher freue ich mich auch gerade überall auf. Ich finde die so hübsch, dieses Flaschenformat. Das ist auch einfach eine wunderschöne Flasche und macht auch Freude im Regal, solange noch Inhalt drin ist. Und macht im Zweifelsfall sogar leer noch Freude im Regal. Außerdem haben die immer noch so einen schönen Korkenverschluss. Auch ganz, ganz, ganz toll. Also das ist so meine Lieblings, vom Format her meine Lieblings-Whisky-Flaschen. Oben, wo ist der nochmal her? Ich glaube, das ist einer von den Inseln. Kann das sein?
Open Distillery, lasst mal lesen. Ah ne, die Chance of Lorne. Wo ist denn Lorne? Ja, das müsste ich nachgucken. Mhm. Ja, Oban. Nee, Moment mal, Oban, da gibt es auch eine Stadt, die so heißt. Ach komm, ich krieg's gerade nicht zusammen. Jedenfalls auch 14-jährig. Wie gesagt, Oban habe ich schon probiert. Sehr, sehr lecker. Vielen herzlichen Dank. Kommt eben auch zur Whisky-Sammlung und dann kann ich den hoffentlich demnächst dann irgendwann mal eintreffenden Besuch. Fühlt euch angesprochen. Also nicht alle, nur die ich meine. Entsprechend bewirten. So, dann haben wir hier noch ein Säckchen mit Zunder Löckchen. Dafür gibt es auch einen Grund, weil hier drin ist so eine, also erstens mal diese Dose ist auch cool, das muss auch irgendeine alte Militärdose für was auch immer, keine Ahnung sein. Und da drin befindet sich, oder das ist die mit den, das habe ich auch noch nicht ganz gerafft. Da drin befinden sich irgendwelche in einer Schrift, die zu lesen mir leider nicht vergönnt ist, irgendwelche seltsamen Plastikplättchen. Sowas hier, so gefühlt. Ja, das könnt ihr gar nicht sehen. Ich halte, doch, man kann es sehen. Ich halte hier jedenfalls so eine durchsichtige Plastikplatte hoch. Ich habe keinen Schimmer, was das ist und wozu das gut ist. Wenn mich da jemand aufklären kann, was man damit tut. Oder hattest du es geschrieben? Jetzt habe ich gar nicht mehr im Kopf, was im Brief drin stand. Und ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt und lese mir nochmal den Brief durch. Habe ich jetzt wirklich gerade gar nicht mehr im Kopf. Ah, Hirn lässt nach. Ja, ich habe nochmal nachgelesen und es handelt sich bei der Füllung der Tasche größtenteils um flüssiges Verzehrgut. Das haben wir ja schon rausgenommen. Sowohl dieses flüssige Verzehrgut, das noch mit Flüssigkeit versehen werden muss, als auch das bereits Flüssigkeit enthält. Gut, und der Rest ist halt Spielereien, meint er. Aber ich mag Spielereien. Insbesondere, also ich finde diese Dose unglaublich cool, keine Ahnung warum genau, aber ich mag kleine Dosen. Falls es noch niemand gemerkt hat, ich kriege ja häufiger kleine Dosen geschenkt, freue mich auch jedes Mal drüber, liegt daran, dass ich kleine Dosen mag, wie dem auch sei. Wenn irgendjemand weiß, was das sein soll, ja, steht tatsächlich nicht dabei. Jetzt habe ich nochmal entsprechend auch nachgeschaut. So, dann haben wir hier, auch da kann ich mir leider noch nicht ganz ausrechnen, was das ist. Es sieht toll aus. Es ist ein Stück Holz mit Strippe. Und was wir schon vermutet hatten, Frau und ich, das ist so ein Schwerholz, mit dem man in Australien die Flughunde rufen kann, die dann kommen und die bösen Jungs angreifen, in Anführungszeichen. Also Crocodile Dundee macht das jedenfalls so. Aber nein, vielleicht ist es ein Miniaturschuhlöffel, das könnte auch sein. Es duftet ganz gut, ist aber auch, also jetzt rein von meiner olfaktorischen Erkennung her, jetzt nichts, was hundertprozentig nur dafür gedacht ist zu duften. Schlicht, ich weiß nicht. Aber sieht toll aus, sieht toll aus. Ja, vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal wie Schuppen von den Augen. Dann haben wir hier einen schönen Paddling. Paddlinge kann ich immer brauchen, herzlichen Dank. Wir haben, weiß ich das? Oh ja, das ist jetzt gerade schon rausgegangen. Ein wunderschönes Schnitzmesser. Ganz, ganz toll. Tolles Format. Schöne Klingenform. So eins habe ich auch noch nicht mit so einer Klingenform. Von daher freue ich mich da sehr drüber. Ist wirklich höllisch scharf. Ganz, ganz toll. Wird viel Verwendung finden im entsprechenden Schnittset. Also das ist was ganz, ganz Schönes. Und als Klingenschutz aus Birkenrinde hier so ein gebasteltes Etui. Weiß nicht, ob das selbst gemacht ist, aber in jedem Fall funktioniert es gut. Und dann kann man das da entsprechend reinstecken und dann ist das ganz gut geschützt. Muss man trotzdem natürlich ein bisschen aufpassen, weil sich das in die Hosentasche steckt oder sowas in die Richtung. Aber das gilt im Umgang mit Werkzeug ja sowieso immer. Ja, ganz toll, freue ich mich. Das hier, ich war der Meinung, es sei Siegelwachs. Meine Frau kann bestätigen, dass es Siegelwachs ist. Jetzt brauche ich bloß noch irgendeinen Siegelring, um dann kleine Hutsiegel überall im Walde hinterlassen zu können.
Sehr, sehr cool. Freue ich mich auch sehr drüber. Mein Vater hatte sowas mal rumliegen. Nicht, dass er jemals irgendwelche großartigen Briefe versiegelt hätte, aber drum kommt mir das bekannt vor. Also das müsste wirklich rotes Siegelwachs sein. Ja? Also super lustig. Freue ich mich auch sehr drüber. Und ich sehe gerade, der Akku ist so gut wie leer. Aber ja, vielleicht reicht es noch. Vielleicht reicht es noch, bevor, ohne wechseln zu müssen. Dann sind hier noch so tolle kleine Täschchen dabei. Ja, die kann man hier vorne entsprechend mit dem Bändel, kann man die dann entsprechend zusammenbinden. Und da war auch irgendwas drin, das hatte ich aber in einem Rahmen vom Rumkuscheln in dem Set rausgenommen. Sie hat hier im Inneren noch einen kleinen Reißverschluss. Ich hoffe, das kann man auch noch erahnen. Und da ist auch noch irgendwas drin. Was war denn da? Ach ja, richtig. Ein Kydex-Pflasterhalter. Ja, hier Pflaster und das Ding selber ist aus Kydex. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht noch irgendeine andere Funktion erfüllen soll, aber im ersten Moment ist es mein Kydex-Pflasterhalter. Auch dafür vielen, vielen Dank. Aber dieses Täschchen ist wirklich, wirklich cool. Ja, das ist, scheint mir auch irgendwas Militärisches zu sein. Kleinkram, ja, ich mag Kleinkram. Und dann geht's weiter, noch mit einem großen Sack. Verschiedene, ja, für mehr Feuer im Schnee, Zundermaterialien, kommt zur Sammlung, wird in jedem Fall auf keinen Fall verloren gehen und wird unbedingt auch Verwendung finden. Ja, also auch da vielen Dank. Dann haben wir hier nochmal so eine wunderschöne kleine Tasche. Auch hier kann man vorne was reinstecken, oben was reinstecken, zusammenlegen und dann mit Bändele zuknoten. Die finde ich wirklich, also beide, die finde ich wirklich, wirklich toll. Bin schon gedanklich durchgegangen, was man damit alles für einen Unsinn anstellen kann. Hier mit Teelicht noch drin. Und da haben wir noch ein kleines Feuerzeug. Schön, 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 schön. So, und dann kommt noch eine, ja, hier die ist, das ist ein Hosentaschenfeuer. Das ist nochmal so eine Dose wie die, die wir eben gesehen haben. Und ist leicht, ne, ist nicht zugeklebt, ist halt nur einfach das Etikett hier, der Hinweis, das Hinweisschild drauf ist. Das ist im Grunde, na, jetzt bin ich gerade so blöd zum Aufkriegen. Ja, eine Dose mit Wachs und Sägespänen. Ja, ich krieg's jetzt gerade wirklich nicht auf. Ist so schön verschlossen, dann lassen wir es jetzt zu. Im Grunde das hier mit Wachs in so einer Dose und auch eine ganz, ganz tolle Idee. Und ja, vielen Dank auch nochmal dafür. Und dann haben wir es im Grunde. Jetzt entdecke ich hier zumindest vorläufig nichts mehr. Da hat es ja noch mehr so lustige Beutelchen in dieser Tasche. Also diese Tasche ist wirklich auch wahnsinnig cool. Auch wenn ich eben noch nicht ganz hundertprozentig sagen kann, was das ist. Ja, also das wäre es dann tatsächlich auch gewesen. Haufen Krempel. Vielleicht für diejenigen, die nicht erwartet haben, irgendeine ihre Zusendungen in diesem Video wiederzufinden, eine veritable Einschlafhilfe. Und in jedem Fall möchte ich mich jetzt nochmal herzlich bedanken, eben an alle Beteiligten, die hier irgendwas beigesteuert haben. Und ganz, ganz schöne, tolle Sachen dabei. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Das sollte es gewesen sein. Denkst du noch an den digitalen Trinkgeldtopf? Oh ja, Frau weist noch darauf hin. Nochmal auf diesem Wege auch. Ich hoffe, ich habe auch allen Beteiligten schon digitale Weise Danke gesagt. Aber es war auch natürlich wieder ein wenig Trinkgeld in Form von Hutspende dabei. Auch dafür nochmal herzlichen Dank. Ich habe ja bisher versucht, immer noch irgendeinen Verwendungszweck anzugeben, wofür es größtenteils verwendet wird. Es war jetzt allerdings weihnachtsbedingt diesmal ein etwas größeres Sümmchen und landet auch wieder in der Urlaubskasse. Also wenn es größere Summen sind, dann ist Urlaubskasse der einzig wahre Ort, um das dann unterzukriegen. Wir planen, das kann ich ja an dieser Stelle vielleicht auch schon mal so ein kleines bisschen verraten, wenn es klappt, ne, das ist ja alles mit Corona
zurzeit überhaupt nicht sicher. Daher Angabe ohne jeglichen Gewähr. Aber wir planen mit Island. Island wäre schon schön. Ja. Ja. Aber jetzt wirklich, das müsste das Wesentliche gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal wieder mit einem regulären Video ohne Bedanke mich. Tschüss.